Es ist die Ankündigung eines nahen Endes, welche den Menschen unglaubwürdig scheinen und die sie darum ablehnen und auch zweifeln lassen an der Wahrheit aller geistigen Botschaften, die ich zur Erde leite. Und doch wird es nicht mehr lange dauern, dass sich diese Ankündigungen erfüllen, denn mein Wort ist Wahrheit. Und gerade der Umstand, dass die Menschen nicht mehr lange Zeit haben für die Wandlung ihres Wesens zur Liebe, veranlasst mich immer wieder auf das Ende hinzuweisen und sie ernstlich zu ermahnen, mein Wort anzuhören und entsprechend nun ihr Leben zu führen. Die Menschen wollen aber nicht glauben und ich kann keinen Zwang ausüben auf ihr Denken und Wollen. Ich kann ihnen nur Kunde geben davon, was ihnen bevorsteht und muss ihnen den freien Willen belassen, wie sie solche Kundgaben bewerten und auswerten. Und da es sich am Ende um einen Vorgang handelt, der auf dieser Erde noch nicht stattgefunden hat, da die Menschen um nichts derartiges wissen, fällt ihnen auch der Glaube daran schwer, wenngleich ich von Beginn dieser Erdperiode an immer wieder auf dieses Ende hingewiesen habe. Doch sie sollten auch der Zeichen achten, die ich gleichfalls voraussagte. Und sie werden erkennen, dass sich die Anzeichen mehren und dass auch, rein weltlich gesehen, eine Wandlung kommen muss, denn es überspitzt sich alles. Es befinden sich auch die Menschen auf einer Ebene, die zu denken geben müsste. Es herrscht keine Liebe mehr, sondern die Menschen überbieten sich in Lieblosigkeit. Es ist kein harmonisches Zusammenleben mehr, sondern die Menschen feinden sich an und lassen ihren unedlen Trieben und Leidenschaften freien Lauf. Sie jagen materiellen Gütern nach und streben keinerlei geistige Bindungen an. Es ist, wie es war zur Zeit der Sintflut. Die Menschen suchen nur Weltgenuss und verschaffen ihn sich auch auf unrechtmäßige Weise, weil die Liebe völlig erkaltet ist. Und wer offenen Auges um sich blickt, der sollte schon die Zeichen der Endzeit erkennen und wissen, dass auch einmal der Ausgleich kommen muss, dass einmal die Macht und Gerechtigkeit eines Gottes hervortreten muss, wenn überhaupt noch an einen Gott geglaubt wird. Und fehlt dieser Glaube gänzlich, dann sind die Menschen wahrlich in einem geistigen Tiefstand angelangt, der auch ein Ende dieser Erde heranzieht. Doch es kann von meiner Seite aus nichts anderes getan werden, als immer wieder hinzuweisen auf das Ende, als immer wieder durch den Mund der Propheten die Menschen anzusprechen und sie aufzuklären über Ursache und Auswirkung des Lebens der Menschen. Ihnen aber immer die Willensfreiheit lassend, den Verkündern meines Wortes Glauben zu schenken oder nicht. Jedoch schneller als ihr denkt, wird sich eure alle Schicksal abrollen. Ihr werdet alle die Zeit durchleben müssen, die ihr nicht die Gnade habt, vorzeitig abgerufen zu werden. Denn es ist mein Heilsplan festgelegt seit Ewigkeit, und er wird auch ausgeführt werden, weil auch die Zeit erfüllt ist, die dem Geistigen in dieser Erlösungsperiode bewilligt wurde, zur Freiwerdung aus der Form. Und selbst die überaus kurze Zeit, die euch noch bleibt bis zum Ende, kann für diese endgültige Freiwerdung genügen, wenn ihr nur den ernsthaften Willen bekundet, euren Erdenlebenszweck zu erfüllen, und mir bewusst zustrebt und mich bittet um Hilfeleistung zu eurer Vollendung.
denn diese ernste Bitte wird wahrlich entsprochen werden. Ich werde euch helfen aus jeglicher geistigen Not und euch zu mir ziehen in tiefe Erbarmung, auf dass ihr nicht verloren geht wieder auf endlos lange Zeit, wenn das Ende dieser Erde gekommen ist. Amen.